Hi, ich glaube, wenn ich reihe, ist es besser sogar als mit dem Megafon. Ja. Ja. Und zwar wollte ich ein bisschen von meinem Weg erzählen. Ich bin Kevin aus Deutschland. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich auf diese alternative Schiene gekommen bin oder was. Ja, was läuft schief in der Wirtschaft und überall. Und ja, wie bin ich darauf gekommen? Das finde ich auch ein gutes Thema für alle, dass jeder sich seine Gedanken machen kann, wieso ist er hier und wieso, was waren seine Momente, die besonderen Momente, wo er dann aufgewacht ist, nenne ich das dann. Weil ich bin zum Beispiel, mein alter Mitbewohner in Portugal hat mir als erstes Mal von Kennedy erzählt, da hat mich das interessiert, vor ein, zwei Jahren erst. Und dann habe ich mich mit Kennedy beschäftigt und bin immer mehr dahinter gekommen, dass wie er ermordet wurde. Und ich dachte nur, dass er einen Autounfall erstmal hatte oder dass er erschossen wurde von irgendeinem Verrückten. Und dann bin ich da mal mehr hintergestiegen und wusste gar nicht, dass er eine andere Währung einführen wollte. Das war das Elementare dann erstmal. Und ja, dann erst auf meinem Weg, als ich dann gereist bin, habe ich das ja mit Kennedy ein bisschen weiter verfolgt, aber die Grund, dann kamen immer mehr Sachen dazu, wie zum Beispiel, dass ich beim Trampen hat mir jemand dann erzählt, wusstest du, dass beim 11. September drei Gebäude zusammengestürzt sind? Und jetzt mittlerweile weiß ich schon, dass es vier waren. Und das habe ich bis dahin nicht gewusst. Und das sind diese ganz kleinen Fragen, die mich so zum Aufwachen bewegt haben. Und ja, beim Mitfahren bei ihm, dann, wurde so ein Riesengespräch draus und dann sind wir ausgestiegen und haben uns, ich habe ihn so herzlich umarmt für diese aufweckenden Worte, weil es sind einfach diese besonderen Momente, dass man mal merkt, es läuft einfach rund auf schief. Und dann habe ich nachgeschaut und es ist alles bewiesen, dass zum Beispiel drei Gebäude eingestürzt sind. Ich habe diesen offiziellen Report mir angeschaut und habe gesucht nach BTC 7 und BTC 7 wurde nicht erwähnt. Also möchten wir alle einfach nichts als eine neue Untersuchung. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ja, dann bin ich weiter in meinem Studium trotzdem weitergegangen. Auch so ein Management-Studiengang hat mir nicht wirklich zugesagt zum Ende hin. Und wollte dann aufgrund meiner Erfahrung meine Abschlussarbeit dann so machen, weil ich dann schon ein bisschen was von Geldsystem gehört habe. Und meinem Professor erzählen, dass ich meine Abschlussarbeit so mache, dass ich jetzt Videos über das Geldsystem mache. Und das war ihm leider zu viel. Er hat gesagt, ja, das ist sehr politisierend und das kann ich nicht zulassen. Und das Zinssystem, ich habe selber studiert und ich weiß, wie das funktioniert. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie meine alten Vorlesungen alle liefen. Frontalunterricht und hier wird Wissen eingebläut, was nicht hinterfragt werden soll. Finanzmathematik, da wird nicht gesagt, überleg mal, wie das funktioniert, sondern das ist so und du lernst das jetzt. Und das ist einfach verkehrt. Das ganze Wirtschaftssystem ist auf einem Paradigma, auf falschen Annahmen aufgebaut. Das ist ein Glaubenssystem. Ja, ja und dann bin ich raus aus der Uni, habe mir ein Urlaubssemester erstmal genommen, auch über Umwege. Und sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Wäre ich weiter in der Uni gewesen, wäre das gar nicht möglich gewesen, was ich jetzt mache. Und zwar habe ich das jetzt weiter einfach umgesetzt. Bin jetzt nach Wien gefahren zu Franz Hörmann, um die Videos weiter umzusetzen. Und davon möchte ich ein bisschen erzählen, denn ich habe jetzt Videos gemacht, wie das alte Geldsystem funktionierte. Und wir wollen jetzt etwas Neues, denn es ist bewiesen, dass Geld aus dem Nichts erschaffen wird. Da könnt ihr einfach auf die Bundesbank gehen, auf die Internetseite und dann wird dir beschrieben, Geld wird durch Kredite gemacht. Also nur wenn dir ein Kredit aufgegeben wird, dadurch kommt es erst in Umlauf. Eine Bank gibt dir einen Kredit und dadurch entsteht das Geld erst und es ist nicht durch irgendwie Gold oder durch andere Sachen gedeckt. Das ist nicht der Fall. Zweite Sache, das Zinssystem ist das auch ein weiterer Ursprung von vielen bösen Sachen, weil das Geldsystem dadurch die Geldmenge wächst. Die Geldmenge wächst exponentiell und es kommt zur Inflation. Das führt dazu, dass es einen Einbruch des Geldsystems geben muss. Und das muss es eigentlich schon lange geben, nur
wird von Politikern durch Verbrechen, durch ESM-Verträge alles so hin und her geschoben, dass es irgendwie noch weiter gedrückt wird. Und es wird gesagt, wir brauchen weiter Wachstum, 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 wie Merkel das zum Beispiel in Deutschland immer sagt. Aber Wirtschaftswachstum, das kann nicht funktionieren. Es braucht unbedingt etwas Neues. Deswegen lebe ich schon in dieser Welt, dass wir etwas Neues machen. Ich halte mich, soweit es geht, aus dem Geldsystem zurück. Und ja, und die Medien sagen dazu auch gar nichts, die Massenmedien. Wenn ihr nur die großen Zeitungen anschaut, da arbeiten alle großen Zeitungen mit Rüstungsfirmen zusammen. Jeder Chef oder Mitarbeiter, Auslandsmitarbeiter der Süddeutschen, der FAZ zum Beispiel, haben alle Positionen bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel, die dafür sind, um es zugespitzt zu sagen, dass es eine größere Rüstung gibt, also ein hin zum Krieg. Ja. Und das ist offiziell, nur ist zum Beispiel die Anstalt, die eine gute Sendung darüber gemacht hat, die wurde dann jetzt verklagt, die wurde nicht nach, wie es aussehen kann, ein anderes Geldsystem. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach, um nur ein paar Punkte zu nennen. Das ist eine bedingungsfreie Grundversorgung. Das ist, wo wir schon Überschuss haben, wo wir schon einen Überfluss an Sachen haben. Das ist das ganze Gebäck. Wir haben Foodsharing hier. Es ist alles im Überfluss vorhanden. Ich hole mir andauernd Gebäck ab und das wird weggeschmissen ohne Ende. Das kann verteilt werden. Das ist die bedingungsfreie Grundversorgung. Das ist ein Teil des Informationsgeldes. Dann ist ein Teil des Informationsgeldes, dass wir den Angebot vom Nachfragemarkt trennen. Was ich gesagt habe, dass die Wirtschaft komplett verkehrt ist, weil wir unbedingt sagen, dass wenn ich so und so viel Geld bezahle, muss der andere auch so und so viel Geld bekommen. Nur dass das Geld eigentlich gar nichts wert ist, nur auf unserem Vertrauen aufgebaut ist. Das berücksichtigen wir dabei gar nicht. Und deswegen trennen wir das Ganze und wir haben alle nur unser ganz eigenes Konto. Das ist das nächste Element. Dann gibt es noch so einige Punkte. Ja, ich möchte gar nicht so viel zum Infomoney. Schaut euch die Seite an. Und ja, mein Studium habe ich übrigens jetzt abgebrochen, denn es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, in diesen Machtstrukturen weiter zu bestehen. Wenn ihr in diesem Wirtschaftsstudium seid und ich habe mir überlegt, dann mache ich vielleicht einen Professortitel, um dann zu lehren, um dann anderen zu zeigen, was du besser machen kannst. Aber selbst Franz Hörmann erzählt mir immer, ja, das ist dann auch nur noch eine Sache, die dich aufhält. Also auch in meinen letzten Semestern habe ich einfach gesehen, dass es nur Frontalunterricht gibt und dass wir in den VWL-Kursen Falsches beigebracht wird. Und wenn du eben nicht vernünftig sprechen kannst, was ich auch mit den Professoren, was ich auch verstehen kann, weil sie auch ihren Job einfach machen müssen, weil was auch wieder alles mit dem Geldsystem zusammenhängt. Also alles an den meisten Problemen, die wir haben, sind einfach das Geldsystem. Und ja, da muss jetzt eine Neuerung her und deswegen müssen wir uns da einfach ein bisschen mit befassen und aufklären. Aufklären, aufklären, aufklären. Ich treffe jetzt ganz viele Leute, ich treffe jetzt nur noch so welche Leute, die sowas machen. Und meine Mutter sagt mir zum Beispiel, hey, das geht gar nicht, das geht auf gar keinen Fall, du erreichst damit nichts. Und ich sage mir auch nicht mehr, ich muss irgendwas erreichen, ich lebe einfach glücklich. Und mit den Leuten, die ich jetzt treffe, damit lebe ich einfach viel glücklicher, als dass ich früher gelebt habe. Und, ja. Ja. Ich glaube, ich habe so das meiste abgearbeitet. Wissensmanagement habe ich, ja, das habe ich, war so ein Punkt, was dann ein Kurs war bei uns. Du sollst Wissen verbreiten, aber dass du dann in deinem Unternehmen, aber dass du dann in deinem Unternehmen immer noch in Konkurrenz stehen musst mit anderen Unternehmen, das wurde dann gar nicht mehr hinterfragt. Ja, Wissen verbreiten, schön und gut, aber das kann ich auch verstehen, dass jemand dann sein Wissen durch Patente behalten möchte, wenn er sonst gar kein Geld bekommt. Das hängt auch wieder mit dem Geldsystem zusammen. Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, da weiter zu machen und Aufklärung zu betreiben. Und schaut es euch an, www.mobiler-aufwachraum.com, und ich gehe mal rum und gebe ein paar Flyer rum. Dankeschön.